Hi, was geht ab, Leute? Hong hier mit dem ersten Video im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch und habt alles heil überstanden. Ist eine Menge passiert. Nesterwechsel war am Donnerstag vor ein paar Tagen. Zweiter Teil des Events. Neue Boxen, die nicht so gut ankamen. Und jetzt vermehrt die Starter-Pokémon: Visasam, Visaknoss, Visaflor, Glumanda, Glutexo, Glurak, Shiggy, Chillok, Turtok. Manche brauchen es noch. Wir haben eine Freundin, die hat immer noch kein Visaflor. Muss ich endlich mal ranhalten, Mädchen. Ansonsten, für mich, für die anderen, vielleicht nicht so interessant persönlich, sind die ziemlich schwer zu fangen und eigentlich nur Ballverschwendung. Also, vielleicht fange ich ein paar Bisasams, weil der ist nicht schlechter als Pflanzenangreifer. Und vielleicht, um meine bisherigen Bisaflors zu pushen. Ansonsten haben wir vor kurzem ein 100% Shiggy gefangen. Da brauche ich noch ein paar Bonbons, um den überhaupt zu entwickeln und dann natürlich zu pushen. Also, vielleicht fange ich auch noch ein paar Shiggys, da es kommt ganz gut. Ja, blende ich mal ein, wie wir das Shiggy gefangen haben. Shiggy 100%. Da waren drei Zäune. Wir sind dreimal den falschen Weg gegangen. Ansonsten zu den neuen Nestern. Schauen wir kurz mal hier rüber. Kann man sehen, Rihorn, Schloss Nymphenburg. Da irgendwo oben Onyx. Ist auch nicht so schlecht. Fettes Ammonitas-Nest im Olympiapark. Ihr habt es gesehen, wir waren dort wegen den Seepass. Aber das ist, glaube ich, die Seite, wo die Tangelas waren. Die ein bisschen saftig ist. Also, da sind jetzt hier Ammonitas und Lulipop-Park. Endlich mal wieder was Brauchbares, und zwar Vulkanos. Das ist nicht schlecht. Ansonsten Westpark, Ostpark. Beides fette Nester. Zurzeit nichts. Dann gibt es ein sehr, sehr fettes Paras-Nest. Das ist leider unbrauchbar. Und vielleicht noch Pinsir. Da beim Botanischen Garten. Wir werden auf jeden Fall das Vulkanennest abchecken. Vielleicht Schloss Nymphenburg. Auch wenn wir jetzt schon echt viele Rions haben. Rion technisch gesehen das beste Nest-Pokémon. Auf Platz 3. Und Schloss Nymphenburg, richtig geile Location. Also sehr geil für Videos. Aber ihr könnt euch selber mal einen Überblick über die Nester verschaffen, indem ihr einfach auf die Map schaut. Und wie die Map genau funktioniert, das werde ich euch jetzt erklären. Also hier seht ihr die Map. Ist noch. Shoutout an Philipp, der hat die entwickelt. Ihr habt es gesehen, wir waren mit ihm auf Tour, richtig krasse Tour. Und ihr seht hier erstmal alles. Ich habe noch das ganz normal. Wenn ihr reinkommt, kann man alles sehen. Am Anfang kann das ein bisschen überwältigend sein mit den ganzen Pokémon. Aber im Grunde genommen ist es ganz leicht zu benutzen. Also die Jungs fangen auch an, langsam das zu benutzen. Also gehen wir erstmal hier rauf, wo ich hier wohne. Ihr seht die drei gelben Arenen, vier gelben, das ist mein Gebiet. Und hier könnt ihr auch schon sehen, ein Galaxo springt hier herum. Das kann man alles einstellen. Dann seht ihr auf den ersten Blick sofort, wo was ist, was ihr braucht. Also es hat im Grunde genommen drei Großeinstellungen. Hier seht ihr es: Pokéstops, Arenen und Pokémon. Fangen wir mal erst mit den Pokémon an. Also erstmal hier alles ausblenden. Also hier. Im Grunde genommen alle Pokémon, dann könnt ihr hier entweder schreiben, was ihr ausblenden wollt, welche Pokémon ihr nicht sehen wollt. Meistens natürlich sowas wie Taubsi. Dann könnt ihr draufklicken, dann verschwinden alle Taubsis. Wenn ihr das auf dem Handy macht, ist das mit dem Schreiben hier nicht so ideal, ziemlich aufwendig. Dann könnt ihr einfach auf das Pokémon klicken und dann auf Verstecken klicken. Das macht dann dasselbe. Falls ihr auf dem Handy seid, hier Hornlio auch weg. Dann könnt ihr, also ich habe es jetzt so eingestellt, zum Beispiel, ihr seht Galaxo springen. Dann könnt ihr hier bei Benachrichtigungen, das ist auch geil, seht ihr alle Pokémon, die ihr sehen wollt. Die werden dann springen, damit ihr die sofort sehen könnt auf der Karte. Ich habe hier eingestellt Kickli. Ihr wisst, Dimi hat immer noch kein Kickli. Tangela, das kann ich eigentlich jetzt wieder rausmachen, weil eine Freundin von uns, die hat Tangela noch gebraucht. Hat sie aber vor kurzem geschlüpft. Dann Lapras, Galaxo, Dragonair, Dragoran. Dratini nicht, weil der echt zu oft kommt. Und dann Aerodactyl, weil Barish und Dimi immer noch Aerodactyl brauchen. Dann habe ich hier auch eingegeben. Also hier kann man auch Seltenheit eingeben, was man alles haben will. Für mich nur 100% interessant. Deswegen 100%. Also alle Pokémon mit 100% werden auch springen. Was Philipp noch versucht herauszufinden, woran er gerade arbeitet, ist, dass selbst 100% Pokémon
von den Pokémon, die du ausgeblendet hast, angezeigt werden. Zum Beispiel habe ich gerade Taubsi ausgeblendet. Das heißt, selbst wenn ein 100% Taubsi auftauchen würde, würde es mir nicht angezeigt werden. Aber daran arbeitet er noch und das wird, glaube ich, ein Premium-Service, dass selbst dann alle 100% Pokémon auftauchen. Obwohl halt die Taubsis alle ausgeblendet sind. Also das ist nicht schlecht. Ihr könnt da zum Beispiel wählen 80% oder so oder 90%, wie ihr wollt. Häufig, nicht häufig, selten. Sehr selten, ultra selten und dann hier die IV. Dann natürlich mit Ton. Dann hört ihr das, könnt ihr immer im Hintergrund laufen lassen und dann hört ihr den Ton. Hier gibt es noch Style, also wie man will. Also ich habe hier nichts geändert. Passt eigentlich so perfekt, finde ich. Dann Standort. Ich habe, also man kann seinen Standort, Startstandort machen und dann folgen, wenn man halt auf dem Handy ist. Aber für das Handy gibt es bessere Optionen wie Telegram und WhatsApp. Also, aber darauf komme ich später noch. Also habe ich eigentlich nie verwendet. Und wenn man zu Hause am PC ist, kann man eigentlich die ganze Karte auf einmal sehen. Also da braucht man den Standort eigentlich nicht. Dann Sichtbarkeit, wie ihr gesehen habt. Ich blende noch ein paar Pokémon aus. Mauzi, weg mit dir. Habitak, tschüss. Nidorina brauche ich nicht. Blutzug, überall Blutzugs in München. Was noch? Pargas, weg mit dem. Dann könnt ihr schon sehen hier langsam. Viele Starter-Pokémon. IVs. Ihr habt es gesehen in dem Video. Philipp hat darüber gesprochen, dass er das einführen wird. Jetzt hat er es eingeführt. Und seitdem jagen wir eigentlich nur noch 100% Pokémon. Also das ist echt krass. Radikal weg. Sterndu weg. Also er hat es auch noch nicht bei allen gemacht, weil das wie mehr, desto mehr Geld kostet es natürlich, mehr Aufwand ist das und so. Also bisher ist es bei vielen Pokémon, muss man schon sagen, aber ihr findet jetzt keine 100% Taubsi oder Gattfratz oder sowas, also da wird es nicht eingeblendet. Selbst bei Evoli ist schon grenzwertig, also weil es so viele Evolis gibt, aber Evoli eigentlich schon ein krasses Pokémon. Mankey, ah ne, den blende ich nicht weg. Zubat, Tauboga weg. Das war's zu den Pokémon, also so könnt ihr sie auf einen Blick sehen. Hier könnt ihr auch sehen, Vulcano Nest, Ammonitas Nest, Hofgarten, Mankey Nest, da werden wir vielleicht auch vorbeischauen, weil Tati noch Kampfmedaille braucht und ihr wisst, Hofgarten unser Gebiet, wir haben es krass gemacht, davor war keiner Hofgarten. Hier, ihr seht die überall. Ah ja, was ich noch erwähnen will, also das hat er auch vor kurzem eingeführt, der Philipp. Und zwar gute IV-Pokémon, ich glaube über 90%, werden automatisch ein bisschen größer angezeigt auf der Map. Zum Beispiel hier das Grimanda. Und dann könnt ihr direkt sehen, ob es interessant für euch ist oder nicht. Hier seht ihr 14, 14, 13, 91,1%. Man sieht die Attacken, man sieht, wie lange es noch da ist. Also echt krass. Und man kann auf Navigation drücken und dann werdet ihr einfach dahin geführt. Also das ist richtig krass. Also wie man zu der Map steht, also Map allgemein, vielleicht machen wir noch eine Diskussion darüber, Diskussionsvideo. Manche mögen es, so wie wir, manche mögen es nicht so, weil es ein bisschen den Spaß wegnimmt, kann man auch verstehen. Aber falls ihr die Map benutzt, hier die Anleitung für euch. Das war's zu den Pokémon, die blende ich mal aus. Das nächste ist Arenen. Das verwende ich persönlich am meisten natürlich, weil ich bin gelb und schwierig für mich, irgendwelche Arenen hier zu finden, wo ich mich platzieren kann. Ihr könnt hier alle Arenen sehen. Ihr seht hier, weiß, die wurden gerade angegriffen. Keiner hat sie reingestellt. Vielleicht war das Tati. Ihr wisst, unser wie heißt das? Markenzeichen. Ihr seht, sehr, sehr viel Blau. Überall Blau. Ihr könnt die Arenen suchen, falls ihr zum Beispiel gelb seid und nicht so viele findet. Ansonsten könnt ihr interessante Gebiete für euch finden. Hier Blau, zum Beispiel 9, 8. Könnte noch jemand hin, zwei Arenen machen auf 10 und 9. Schon interessant. Da seht ihr auch, wie viele Punkte noch fehlen und wann das zum letzten Mal aktualisiert wurde. Also wie viel ist es jetzt? Jetzt gerade erst, also auf jeden Fall noch ein Platz frei hier. So, das benutze ich persönlich am meisten, weil Arenen brauche ich jetzt für das Gold. Hier zum Beispiel seht ihr 9er gelb. Es fehlt nur noch 1000, also eigentlich geschenkt. Problem ist, ich kenne das Gebiet und die zwei Arenen hier, 10 und 9, die halten echt nicht lang. Also, das ist das Uni-Gebiet da, da braucht man echt nicht sich einzustellen. Oder hier,
Eine saftige 7er Arena. 8000 Punkte fehlen noch, 7600. Das war's zu den Arenen. Und dann der letzte Punkt: Pokestops kann man anzeigen. Also hier, erstmal kann man alle Pokestops anzeigen. Ihr seht eine Menge in München. Also ich weiß nicht, wofür das nützlich sein könnte. Aber jetzt kommt das Nützliche. Und zwar kann man alle mit Lockmodul sehen. Vor allem jetzt beim Event ist das wichtig. Dann schauen wir hier mal. Sehen wir direkt ein paar. Hier Bordeauxplatz. Es sind alle vier an. Also ihr könnt nachschauen, ob welche an sind. Und dann könnt ihr hinfahren. Jetzt beim Event. Die Jungs von RSG sind jetzt, glaube ich, gleich dort. Vielleicht schauen wir auch vorbei. Und dann sieht man Bordeauxplatz alle vier an. Ist echt eine geile Sache. Man sieht auch, wie lange die noch an sind. Das ist echt das Krasseste. Hier noch 21 Minuten sind die an. Das ist echt krass. Also, das ist perfekt. Map hat alles: Pokémon, Arena, Pokestops. Was will man mehr? Also, das war's zu der Map. Echt coole Sache. Shoutout an Philipp und schaut vorbei. Checkt ihn ab. Und ich habe gesagt, es gibt noch eine extra Funktion für Telegram und WhatsApp. Die ist momentan noch umsonst. Wird aber dann so im Verlauf der nächsten paar Tage, Wochen nur noch für Unterstützer, Spender, Supporter sein. Falls ihr mindestens 5 Euro im Monat donated, spendet, dann kriegt ihr Zugang zu denen. Und also ich habe es hier auch immer laufen, ich bin drin. Da schickt ein Bot immer die Location, immer Benachrichtigungen, wo gerade was krasses gespawnt ist. Und spart auch Datenvolumen, also dass man nicht immer die ganze Zeit scannen muss auf dem Handy. Also für die Kassenjäger unter euch lohnt sich das auf jeden Fall. Auch wenn ihr nicht so krass seid und Verwendung dafür habt, solltet ihr trotzdem vielleicht vorbeischauen und ein bisschen spenden, die Seite unterstützen, weil sonst wird die nicht mehr lange bestehen. Und deswegen werde ich jetzt auch mal gleich spenden. 2 Euro klingt nicht viel, aber Philipp hat gesagt, wenn jeder von den Nutzern 2 Euro nur spenden würde, nicht mal 2 Euro, 1 Euro, dann wäre die Map nicht in Gefahr. Also werde ich jetzt 1 Euro spenden. Ich meine 2 Euro. So Philipp, das geht an dich. Auch wenn ich immer noch außerhalb des Gebiets bin. Links neben mir wird alles gescannt, unter mir wird alles gescannt. Also ich weiß nicht, ob du mich mit Absicht leiden lässt, aber du kriegst mein Geld trotzdem. Hier auf Spenden drücken. Philipp kriegt 2 Euro. Das sollte echt jeder tun und dann bleibt die Seite auf jeden Fall am Leben. Kleine Nachricht an Philipp noch. Ich leide. Mein Gebiet ist nicht dabei. Aber du kriegst trotzdem etwas. Keine Ahnung. Und Zahlung jetzt senden. Diesen Link sichern. Nee, passt. Sie haben 2 Euro an Philipp gesendet. Das solltet ihr auch tun. Okay, jetzt bin ich bei PayPal gelandet. Ich will zurück zum Map. Wie komme ich zurück zum Map? Okay, da bin ich. Okay, perfekt. Also das war's von mir und von der Seite. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Schaut's vorbei, checkt die Seite ab und vergesst nicht zu spenden, zu unterstützen, dass die Seite einfach am Leben bleibt. Ich habe Telegram und WhatsApp erwähnt, wie ihr das genau erhaltet. Checkt die Facebook-Seite ab von ihm, Link ist unten in der Beschreibung. Und dann könnt ihr ihn direkt fragen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das läuft. Ich wurde einfach hinzugefügt. Ansonsten, danke an Philipp, Shoutout an ihn. Er macht echt einen guten Job. Wir werden jetzt ein paar Nester abchecken, ein paar Module zünden, das Event ausnutzen. Vulkanonest sind wir heute. Schaut vorbei, wenn ihr wollt. Ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.